Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind dabei, den Ölrettich auszubringen mit der Maschine. Und also dieser Hänger, ne? Ich bin wirklich immer noch am Überlegen, ob ich nicht eventuell die Mods doch nochmal austausche und gucke, ob ich dann wieder ein Frame-Problem kriege oder nicht. Das heißt also, den Autoloader-Mod nochmal tausche. Wobei das bei den Hängern vielleicht eventuell dann bei den LKW-Anhängern zu Schwierigkeiten führen könnte. Weil ich die ja noch nicht besitze. Und den Hänger austauschen als Leasing-Fahrzeug, ich glaube, weiß ich nicht, wie es geht. Kostet nachher anders und dann sowas. Da könnte allen möglichen kurzen Feuerstein passieren. Da muss ich gucken, was da. Wie man das machen könnte, dann nachher am Ende des Tages. Dass das nicht komplett scheiße läuft. Was ist das denn? Wird dann da so früh wieder reingesetzt? Also, das könnte ja interessant werden, wenn man sonst auf den Gartenzaun baut. Das ist eine Einstellung noch nicht unbedingt optimal. Na gut, aber es läuft mit Vorgewendemod. Machen wir jetzt hier die Aussaat. Das ist ja eigentlich schon wie so ein kleiner Helfer, bloß wir müssen selber dabei sein. Also die langweilige Art von Helfer. Aber kostet kein Geld. Also es kostet uns nur Zeit. So, die Milchproduktion läuft voll und ganz. Achso, ich kann jetzt noch ganz kurz bei den Produktionen, muss ich jetzt die Kleidungsindustrie wieder anschmeißen. Ich habe dort Stoff abgeliefert. Also Wolle haben wir 12.000 dort. Dann haben wir 6.000 jetzt hingebracht, das ist okay, 400 Stoff sind drin. Und in der Kleidungsfabrik sind jetzt 3.000 Liter Stoff, die wir abgeholt haben. Und dann können wir daraus schon mehr Kleidung machen. Das ist theoretisch so viel, dass es 2,5 Monate produzieren kann durchgängig. Und das heißt, 2,5 Monate müssen wir den nächsten Stoff wiederholen. Können wir uns ja merken, dass wir da im, was ist das denn, August, September, müssen wir wieder die Dingstour machen. So, beim Rapsöl wird das Lager langsam voll, habe ich gesehen. Das heißt, da müssen wir irgendwann mal hinfahren und die Paletten abholen. Beim Zucker haben wir ja erst gemacht. Da steht doch, glaube ich, gar nichts draußen. Hier wird nochmal, aber gut, da kommt gleich 3 Kisten Schokolade raus. So, was ich aber gucken wollte, ist beim Verkaufen und zwar bei Eiern. Na, ist gerade noch nichts. Kommt im November, preisig, okay. Käse ist im September. Genau, da war das nächste, was ich mal verkaufen konnte. Ich glaube, das war so bei Käse und ich. Schoki ist später? Oh, Schoki ist doch wirklich erst im Januar wieder. Okay. So, das ist hier alles auch im Januar. Das kennen wir ja schon. Das Rapsöl ist im November dran. Das wird nochmal richtig Geld bringen, weil wir da, sag ich mal, doch relativ viel schon produziert haben und der Raps an sich ja relativ viel Geld bringt. Weiß gar nicht, wie viel ich davon in meinem Lager habe. Lagerübersicht. Rapsöl haben wir 16.000 Liter schon im Lager. Das ist schon mal gut. Und wir haben in Produktion 4.000, die draußen liegen, plus 6.000, 10.000, 26.000. Ja, okay, das könnte sich lohnen. Haben wir hier Erntenfeld 11. Oh ja, den akzeptieren wir in den Vertrag. Gerne. Das Feld 11 wollte ich ja eh ernten. Das ist das für unsere Mühle zwar, müssen wir eh die nicht weit fahren. Das war ein Rapsfeld, das heißt, wir bekommen nochmal Raps für uns. Wir müssen es sogar zur Ölmühle bringen, das heißt, wir können es eh gleich reinschmeißen in die Ölmühle. Und wir kriegen noch 4.020 Kohle. Das ist nämlich kein kleines Feld abzuernten. Das ist ganz gut. Das ist gut. Ah, schön, dass das jetzt gekommen ist. Cool. So, hier gucken wir nochmal, wann ist hier Reproduktion angesagt? Die waren gerade beim Reproduzieren, ja, weiß ich. Aber diese 15er Gruppe, wenn die reproduziert, dann werde ich so viel Platz schaffen, dass 15 Tiere reinpassen. Wenn ich die ältesten Tiere rausfahren, also hier, ja, da müssen wir auch aufpassen, dass wir da dann irgendwann nicht wieder dahin kommen, dass die Tiere zu alt sind für die Schlachterei. Aber das ist was anderes. So. Hier sind wir ganz gut. 10, 10, 5. Ja, besser geht's nicht. Wenn die 10 jetzt nächstes Mal reproduzieren oder sowas. Obwohl, die kann ich schon nicht mehr wegbringen. Ja. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und hier oben müsste ich das und das wegbringen, wenn sich hier was reproduziert. Das ist nächsten Monat soweit. Dann müsste ich die 5 und die 12 nochmal wegbringen. Dass sich das denn hier zu einer Gruppe zusammen macht. 7, 11, 5, ja doch, passt. Müssten 65 sein insgesamt, denn, ne?
48 plus 17 sind 65, ne? Ja. Das passt. Okay, dann können wir da nämlich noch ein bisschen Schafsfleisch machen. Apropos Schafsfleisch, da wollte ich mal ganz kurz gucken. Ist da bei den Fleischpreisen eventuell irgendwas früher highpreisig? Nee, ne? Nee. Alles im Januar. Also im Januar gibt es wieder Fettkohle und dann gebe ich sie wieder alle auf den Schlag aus und habe über das Jahr wieder nichts. So, wir haben Mist und Gülle, haben wir auch jede Menge im Lager. Da müssen wir unbedingt... Naja, unbedingt noch nicht. Es geht noch, aber da müssen wir demnächst was machen. So, Rapsöl. 3.400. Da kommen gute 100.000 zusammen, wenn wir das verkaufen können im November. Das ist gut. Brauchen wir dann aber auch. So, Honig. Apropos, bei Honig habe ich nachgeguckt. Da brauche ich aber extrem viel Honig. Ich brauche 5 große Bienenhäuser, um die Müslifabrik 24/7 am Werk zu halten. 5. Das heißt, da müssen wir wirklich noch welche bauen. Aber das, die 5 Dinger, die kosten so roundabout 100, 120.000. Das kriegen wir hin. Gut, Kuchen ist auch noch nicht halbpreisig. Brot ist auch erst im Dezember wieder dran. Mehl auch nicht. Butter verkaufen wir erstmal nicht. Zucker. Zucker ist im September dran. Im September haben wir nochmal einen guten Monat für Zucker. Okay. Wo auch Zucker jetzt schon. Für 9,71 könnte man theoretisch schon mal 1.000er Zucker verkaufen. Wenn es denn an Mann kommt. Aber okay, da haben wir im September, also in 2 Monaten haben wir richtig gut die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das könnte unsere BGA denn sein. Aber er, ich finde, er hebt jetzt irgendwie falsch aus. Also ob der, ist irgendwie falsch eingestellt. Habe ich das irgendwie mit einer anderen Saatmaschine mal eingestellt? Ich glaube, das habe ich eingestellt auf die... Die Rübensaatmaschine? Nee. Das letzte Mal da oben, die... Nee, die habe ich da auch nicht von Hand gesät, oder? Habe ich letzten Monat von Hand gesät auf Feld 10? Und da irgendwas umgestellt? Weil der Sonnengartenzaun hier, wie er da oben reinbaut, das sieht ja wirklich ausgesprochen blöd aus. Jetzt muss ich wirklich in diese blöden Konfigurationen reingucken. Ausheben vorne hinten an. Konturenführung aktiviert. Feldrand. Oh, das ist das neue, oder? Aktive Steuerung entlang des Feldrandes. Entweder nur eine Bahn und bis... Das ist aber... Das ist neu gekommen. Es gab ein Update. Das weiß ich. Hinten ist an. 15 Meter ist an. Doch, das haben wir doch. Passt doch alles. Oh, oh. Jetzt haben wir in den Einstellungen drin und dann macht er nicht. Okay. Ich glaube, rechts muss ich anmachen. Ja. So. Ja, das fliegt immer raus. Das merkt er sich nicht anscheinend. So, was ist das denn jetzt hier? Kontoführung. Aktivieren die Steuerung entlang des Feldrandes entweder nur für eine Bahn oder bis es wieder ausgeschaltet wird. Diese Funktion ist nur im Feldmodus aktiv. Im Vorgewendemodus ist sie auf Standby. Bei aktiven Konturenführungen wird empfohlen, die Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h nicht zu überschreiten. Legt fest, an welcher Seite des Feldrand gefolgt werden soll. Hierbei kann wahlweise der Wechsel Vorgewendemodus in Zeitung. Aha. Der Abstand des Feldrands kann entweder beibehalten werden oder fest eingestellt werden. Konturführungseinstellung. Ah, Feldsensor aktiv. Abstand zum Feldrand. Extra geguckt, ob er in die richtige Richtung fährt, macht er nicht. Weil beim Reingehen hat er nämlich wieder auf links gestellt. Ach, Mensch, Spiel.
Jetzt stelle ich mir auch sehr kompliziert vor, diesen Mod zu schreiben. Da muss ich auch wirklich sagen, aber. Automatische Wende ist jetzt gar nicht aktiv? Wieso nicht? Okay, ist jetzt gar nicht mehr aktiv, die automatische Wende anscheinend. Keine Ahnung, was das soll. Irgendwie auch nicht, ne, oder? Ui! Macht er ja alles Mögliche hier. Ui, jetzt habe ich ihn aber gut durcheinander gebracht, den Kameraden hier. Jetzt ist aber wieder automatisch damit inaktiv. Okay. Soll aber erstmal nach rechts gehen. Aber irgendwie ist ja doch eine ganz andere Spur. Das ist doch komplett versetzt. Sind doch nicht zwei, oder? Zwei Bahnen? Nee, zwei Bahnen, oder? Na, doch, könnte sein. Naja, gut. Also jetzt haben wir komplett durcheinander gebracht, den Kameraden. Das ist ja nicht gut. Habe ich vorhin von Zoe geguckt und die dachte, er guckt in die richtige Richtung? Naja, du weißt ja nicht. Uiuiui. Okay, ja, da haben wir jetzt den Mod durcheinander gebracht und da ist irgendwas Neues dabei. Das müssen wir ausprobieren. Oder das werde ich irgendwann ausprobieren. Muss ich mal gucken. Am besten auf dem Feld, wo ich wirklich auf beiden Seiten gerade Linien habe. Dann fällt das erstmal nicht auf, was da passiert mit der Konturführung. Die Konturführung ist ja das Gute für jetzt nicht so gerade Felder. Wenn er sich wirklich an einem Feldrand orientieren soll und dort Dinge machen soll, dann ist er jetzt quasi auch hier für dieses Bogenfeld, ne? Kann man ja sagen, okay, Felderkennung ist aktiv und sonst irgendwas, aber du richtest dich nach dieser geraden Linie dort und ziehst es dann hier rüber. Oder du fährst diese Kontur auf dieser Seite vom Feld ab oder halt eben aus keine Ahnung, macht man das bei runden Feldern, hat man ja keine richtige feste Seite, ne? Das ist gerade oben unser Feld 12 oder sowas, das wird 10. Aber da würde es was bringen. Und dann sagt, bleib mal so in dem Schwung und dann machen wir den Rest dann hinten gerade nachher oder so. Okay, na gut. Also gibt es so Momente, ja, müssen wir mal gucken, was das mit sich bringt und wie verkompliziert denn dieser Mod dadurch wird. Das Gute an der Sache ist, dass ich jetzt schon einmal in der falschen, sag ich mal, Verlosung hier drin bin. Das heißt, ich kann einfach bloß die Wände dann umdrehen und ach, was weiß ich, keine Ahnung, es wird schon irgendwie schief gehen hier. Wie ich dieses Feld jetzt hier noch besät bekomme. Doch diese Anfänge, das ist mir alles zu. Was? Es gab eine neue Version davon. Es kann natürlich daran liegen, dass die neue Version jetzt da oben oder meine alte Einstellung halt dann hier funktioniert. Oder meine alte Einstellung gar nicht drin ist. Dass jetzt auch Standardeinstellung erstmal wieder zurückgestellt ist. Das kann natürlich auch sein. Weil am Anfang sah das ja auch so aus, ne? Und dann haben wir ja immer mal wieder ein bisschen geguckt, dass das Ausheben und mit der Länge und so, dass es dann passte und dass es dann einigermaßen gerade wurde, was er gemacht hat und nicht mehr so ein Zacken da. So ein Kamm, so ein Furchterring da aus. Na gut. So, ich mache ihn jetzt mal aus, dann fahren wir hier bis am Rand runter. Ja, dann heben wir das Ganze hier mal aus und dann fahren wir hier auf den Kanten erstmal lang.
Das machen wir auch von Hand. Deswegen sieht es auch wieder sehr, sehr professionell aus. Oh, Sandmaschine auf dem Gehweg in den Erdboden rammen. Die Platten sollen ja auch was davon haben. So. Dann ziehen wir jetzt einmal, bis wir dann da in die Bahn fahren können, rum sozusagen. Schon mal. Und wenn wir dann ab der Bahn erstmal wieder den Automatismus fahren lassen und dann muss ich ihn einmal wieder abbrechen, dass ich ihn da dann in die andere, weil ich da geschlürt habe. Aber da habe ich ja wirklich komplett durcheinander gebracht, den Kameraden, ne? Naja, gut. Ja, was muss ich ja machen, ne? Auch wenn es halt eben Maschinen durcheinander bringen ist. Hm. Passt schon. Wir haben da noch im Feld, da wo wir drauf üben können mit dem Mod. Das wird echt noch interessant. Wie ihr das macht denn so mit nach Konturen fahren und so? Das könnte mich echt interessieren. Naja gut, egal. Wir werden das herausfinden. Wir werden es herausfinden. So, jetzt heben wir uns mal aus hier. Dann fahren wir hier mal in die Spur rein. So. Die nehmen wir mal. Sehr schön. Das geht. Und dann aktivieren wir den Kameraden hier wieder. Der guckt jetzt in die falsche Richtung. Automatisch geht er nicht. So. Und jetzt kann er erstmal noch zweimal fahren und dann muss ich ihn wieder von Hand bedienen. Gut. Naja, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber bei dem Mod, da muss ich mir das nochmal durchlesen, was da jetzt da neu ist. Ich weiß gar nicht, wann es das Update gab. Das ist gar nicht so lange her. Hab ich noch erzählt, dass wir da ein Update hatten, ne? Es ist, war in den Erntefolgen. Die Zeit rum war das. Ja. Da haben sie irgendwelche Verbesserungen reingebracht. Okay, na gut. So, der hebt nämlich eindeutig zu früh aus und setzt zu früh wieder ein, ne? Und jetzt setzt er schon wieder ein. Ja gut, Maschine ist gerade, ne? Und zu früh ausheben tut er eigentlich nicht, weil wir bleiben ja gerade so wirklich auf dem Feld. Ist ja nicht so, dass wir vom... Wir wollen ja nicht vom Feld runterfahren. Oh. Dann ist die Bedingung, warum er einsetzt, wahrscheinlich falsch. Kriegen wir das jetzt mal hin hier irgendwie? Einsetzen, automatischer Feldmodus an. Automatik an. Nee, das ist alles. Das ist alles so, wie es sein soll. Spurreißerwechsel aus, vorne und hinten. In zwei Schritten drehen, Anbaugeräte ausheben. Nee, das ist alles okay soweit. Ah, jetzt hat er die Wände wieder geändert. Und das ist nämlich, das ist das, glaube ich, wo das mit dem Konturmodus besser wird. Wenn du jetzt nämlich sagst, er soll die Kontur fahren von dem Bogen oder sowas, dass er dann halt doch noch weiter rausfährt. Oder da halt in dem Kreis dann rumzieht. Die Kontur wirklich mitnimmt. Und vielleicht da oben erst die Wände ansetzt. Dass er dann mal hier, also theoretisch hier im Halbkreis fahren würde, ne? Verstehen. Also das ist, glaube ich, gar nicht mal so eindeutig. Wenn das irgendeiner programmiert hat und diesen Mod sozusagen so gearbeitet hat, dass er automatisch erkennt, wo ist die Feldgrenze, wie ist es. Und dann haben wir hier noch ein selbstgepflügtes Feld, wo die Feldgrenze ist ja hier, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt sehr gerade. Oh, oh, oh. Oh, 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 das wird teuer. Nee, das ist schon, das stelle ich mir schon sehr kompliziert vor, das sauber zu programmieren, dass es auch immer und überall funktioniert. Da kann ich mir nur vorstellen, dass das zu Komplikationen führen würde. Mach mal nicht die Bahn. Ich hätte dich ganz gerne. Mal ein bisschen so. Und jetzt. Rum, 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 rum. Ja, ja, ja. So sieht gut aus. So. Die Bahn, Abfahrt. Sehr schön. So, und jetzt müsste eigentlich dahin kommen, wo hinkommen soll. Also die ist ja komplett krumm und schief hier, die, ne?
da passiert ist, weiß ich nicht. Ist der schon irgendwo die Weltkunden? Das könnte ich mir schon fast vorstellen, dass das mit einem Konturmodus irgendwas zu tun hat. Guck mal, das ist ja keine glatte Bahn, ne? Was ist mit der Bahn passiert? Da habe ich schon, das war die, wo ich dann angefangen habe, in der Konfiguration rumzufingern, ne? Und da bin ich einfach schief gefahren schon. Guck mal, wie schief. Oh Gott, guck dir das mal an. Das bist du am Leben nicht repariert. Eieieiei. Muss ich hier mal von Hand oben langfahren? Na gut, okay. Da haben wir ordentlich Mist gebaut. Da sind wir ja da auch geradeaus durchgefahren zur Zuckerfabrik hin. Ja. Ach du Schande. Na gut, okay. Das ist ja nahe einer Katastrophe. Na gut. Ich hätte von mir nichts anderes erwartet. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.